Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute, meine lieben Freunde, gibt es den Dokkan Anfänger Guide. Und zwar werde ich jetzt durch ein paar Punkte durchgehen, was man alles nicht machen sollte und was man alles machen sollte als Anfänger, der jetzt gerade so das Spiel angefangen hat und noch neu ist und richtig viele Belohnungen abstauben kann. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. By the way, wenn es euch hilft, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet oder ein Like oder so. Das würde mich mega freuen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und zwar mit den Dailies. Und dass man sich einfach jeden Tag einloggt. Wenn man dann vielleicht mal nicht so viel Zeit hat, muss man am besten sich trotzdem einloggen. Damit man halt einfach die Daily-Belohnung bekommt. Ist halt einfach nur fürs Einloggen. Und hier die täglichen Aufgaben. Bekommt man manchmal 3 oder 2. Ich glaube, am Wochenende bekommt man 2 und in den ganz normalen Wochentagen ist es halt 1. Es ist nicht krank viel, aber es ist ganz okay, Dragonstone zu bekommen. Hier die Normals auch. Kann man als Anfänger grinden oder halt... Man bekommt die eigentlich automatisch, ja, wenn man spielt. Zu den Event-Aufgaben, zum Beispiel jetzt wegen dem Anniversary, aber da werden wir gleich noch kommen, zum Anniversary dazukommen. Denn der Anniversary ist ja nicht mehr lange, sondern knappe 2 Wochen. Und man kann die Aufgaben hier machen, die Event-Aufgaben zu dem Anniversary jetzt auch zum Beispiel. Ich muss das hier noch machen. 77 Hilfs-Items, ich habe mir gedacht, Alter, what the heck. 77 Mal muss man ein Item einsetzen, also das ist damit gemeint. Und ja, das mache ich auf jeden Fall noch. 4 Tage hatte ich noch, schaffe ich easy. Und dann noch die ganzen Extreme Z-Battles. Kann man auch ein bisschen abstauben, wenn wir hier gehen. Auf Z-Battle. Kann man auch die Medaillen bekommen fürs Easy A. Also... hier bekommt man halt pro Kill, also pro eine Stage geschafft, bekommt man ein. Ist eigentlich ganz nice. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Eldan Kais. Was sind die Eldan Kais? Die Eldan Kais sind, ich sag mal, Units, die deine Super Attack boosten. Und zwar, die Eldan Kais machen 100% und also die SSR Eldan Kais. Warte, ich gehe hier mal zum Beispiel... auf die hier und die Eldar Kais haben 100% diese sag mal Yeti hat auch 100% und diese SR Eldar Kais haben 30%. Die boosten eure Super Attack, wie man hier sehen kann, und ist einfach eine gute Möglichkeit, viel mehr Damage noch aus dem Charakter rauszuholen. Deswegen darf man sie nicht an schlechten Units verschwenden. Deswegen behaltet sie am besten fürs Anniversary und verschwendet die dann nicht an, ich sag mal, schlechte Units, die man eh nicht benutzt. Oder halt auch schlechte Free-to-Play-Units, die auch einfach nicht gut sind. Deswegen einfach die Eldar Kais behalten bis zum Anniversary und die Anniversary-Units dann damit hochboosten. Sprechen wir gerade von Anniversary. Natürlich, beim Anniversary kommen Banners. Und beim Anniversary werden auch Events sein und wo man mehr Dragonstones bekommt. Aber die Banners werden kommen und man darf seine Dragonstones nicht an diesen Banners, an den Bait-Banners verschwenden. Natürlich, Goku und Piccolo sind richtig stark. Aber die Anniversary-Charakter werden alles hochnehmen. Ihr seht, ich habe ein bisschen gespart, 1883. Oh boy. es wird ein kleines Summon-Video kommen, würde ich sagen. Deswegen die Dragonstones sparen und dann seid ihr good to go im Anniversary und könnt geile Charakter pullen. Als nächstes gehen wir mal zum Barbershop. Und zwar, ich habe das früher überhaupt nicht gecheckt, das Barbershop. Aber ich werde es einmal ganz kurz für Anfänger erklären. Seni ist halt einfach ein Barbershop für Seni. Könnt ihr hier Medaillen kaufen, Senso Beans oder auch für Trainings, diese Trainings-Areas.
Zenis könnt ihr einfach so bekommen durch diese Dailies und auch einfach diese Zeni-Stage. Oder ihr verkauft diese Statuen hier von dem hier und ja, zählt ihr dann einfach für Zeni. Bitte nicht die Elder Kais zählen, die sind wichtig. Aber ja, Zeni einfach daily reingehen, könnt ihr abholen, kostet nicht viel, bringt viel, daily ist gut. Und jetzt kommen wir zum zu den Handelspunkten. Und zwar, ihr habt glaube ich am Anfang 10.000 war das glaube ich, die ihr rein investieren könnt als Anfänger. Und wie bekommt man diese Punkte? Und zwar, wenn ihr im Banner summont und schlechte Charakter bekommt, die ihr wisst, ihr werdet die überhaupt nicht benutzen, weil die ja zum Beispiel SR sind, dann könnt ihr hier da auf dieses Plus gehen, also hier auf dieses Plus, dann das zweite Charakter eintauschen und runter scrollen und die schlechten Rs oder SR Charakter zählen. Ich zähle die jetzt einfach mal und diese Punkte bekommen. Das könnt ihr dann durch die Medals eintauschen, durch Items, Trainings-Items oder sowas. Ja, die Filme-Dinger kann man hier auch kaufen, ist eigentlich useless. Also der Barbershop ist luck-based, dass das Richtige reinkommt, dass du vielleicht eine Medaille brauchst oder so. Aber wenn ihr dann mal was seht, könnt ihr reinkaufen. Vielleicht ist es dann noch in reduziert. Weil manche Kais, weil man braucht ja auch Kais für Awakening, kosten 10.000. Und das ist echt nicht wenig. Deswegen ist eigentlich schon ganz gut. Hier zum Beispiel diese Trainings-Items kann man auch gut mitnehmen. Das war's erstmal mit dem Barbershop. Wichtig ist halt nur, dass man keine SSRs hier eintauscht, denn man könnte es, man wird es wahrscheinlich bereuen, weil vielleicht hast du einen SSR eingetauscht, der eigentlich richtig gut war und vielleicht auch richtig gut in dein Team reingepasst hat, hätte. Deswegen hätte man dann die Chance vertan. Und das war's mit dem Barbershop. Jetzt haben wir noch die ganz normalen Sachen, die man eigentlich als allererstes tun sollte. Und zwar diese Abenteuersaga spielen von Dokkan. Einfach durchspielen. Und das war's. Ja, dann habt ihr zu viele Dragonstones. Das ist einfach viel zu heftig. Also pro Stage bekommt ihr drei. Drei Dragonstones. Jetzt als Vergleich, bei den Events bekommt man nur zwei. Ne? Und drei Dragonstones pro Stage abgeschlossen ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall, deswegen sollte man es einfach durchspielen. Dann hat man es durch und hat viele Dragonstones. Für jetzt das Anniversary jetzt auch. Ist sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr dann euch so ein Team zusammengebaut habt und ihr denkt, oh ja, mein Team, damit könnte ich vielleicht was reißen, dann geht ihr hier auf Challenge und sucht, wo ist das? Ihr müsst nicht mal ein krankes Team dafür haben, aber ihr sucht dann Dokkan Event Boss Turm. Egal, auf jeden Fall sowas. Und spielt die ganzen Events durch. Die sind nicht mal so schwer, also die kann man auch mit einem nicht so guten Team machen. Aber am besten, also mit dem guten Team ist auf jeden Fall schneller. Die dauern, pro Runde dauern die zwar lange, aber sie geben 35 Dragonstones. 35 Dragonstones pro Abschluss, das ist so dumm viel. Also wirklich. Alter. Aber das war's noch nicht. Für die etwas krasseren, die dann ein gutes Team zusammengestellt haben, irgendwie 500k HP habt, dann gibt es noch, wo ist das? Dragon Ball Geschichte oder Dragon Ball Saga. Könnt ihr hier dann auch durchspielen, bekommt ihr viele Dragonstones nochmal dazu. Einfach so. Ich finde die bocken auch, weil die etwas auch schwieriger sind. Das sind keine normalen Aufgaben, die man easy durchmacht. Deswegen, ich finde, die machen Bock, weil die etwas schwerer sind.
und die geben auch sehr, sehr gut. Als nächstes, was ich schon angesprochen habe, sind die Easy Ace zu grinden. Aber nicht nur die Easy Ace, sondern hier gibt es ja auch Z-Battle. Auch grinden, wenn ihr die Unit auch gar nicht habt. Denn ihr bekommt pro Abschluss immer ein Dragonstone und plus noch diese Potenzialkugeln von ihrem, ich sag mal, von ihrer Farbe. Es ist gut für Dragonstones auf jeden Fall, aber es ist noch viel besser für diese Potenzialkugeln. Das habe ich herausgefunden, weil ich ja einen neuen Account in JP habe. Und da habe ich wirklich Potenzialkugelmangel. Die geben sehr, sehr gut. Dragonstones, so viel auch Potenzialkugeln. Und Potenzialkugeln sind auch sehr wichtig. Also halt, um ATK und so zu buffen. Deswegen grindet das. Das ist sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir, ich bin jetzt auf meinem falschen Team. Upsala. Dass man sich kein richtiges Team erstellt, sondern einfach irgendein Charakter als Leader-Skill nimmt. Das habe ich zum Beispiel gemacht, bis ich das gecheckt habe mit dem Leader-Skill. Und zwar, jeder Charakter hat einen Leader-Skill. Dieser Leader-Skill hat eine bestimmte Prozentanzahl von Angriff, Abwehr und ich habe es auf Deutsch, ne? Ich habe es auf Deutsch gestellt. TP. Ich habe es keinen Bock wieder umzustellen, weil ich dann alles wieder neu runterladen muss. Deswegen. Und dass diesen Boost bekommt dann eine bestimmte Kategorie, wie zum Beispiel Super Saiyajin oder Sun Family. Dann kannst du einfach sehen. Oh, Super Saiyajin. Dann gehst du hier runter auf ihn. Und dann gehst du auf Super Saiyan. Und kannst gucken, wen du alles hast. Zum Paaren, zum Buffen. Und das kann man bei jeder Unit machen. Das ist jetzt zum Beispiel eine richtig krasse Unit. Die hat 160% plus, wenn die jetzt in einem Cyborg-Cell-Sage ist, bekommt die nochmal 30% TP, ANG und Abwehr. Das ist eine sehr, sehr kranke Unit. Deswegen habe ich ihn auch als mein Leader-Skill. Und bei kranken Units kann man ja auch die Super-Attack hochboosten. Aber fürs Anniversary sparen. Ne? Ich sag so, fürs Anniversary sparen. Und am besten auch, dass die, das kann man hier sehen, dass die sich auch gegenseitig gut linken. Zum Beispiel, alle von denen haben gnadenloser Kampf, viele von denen haben bereit zum Kampf oder halt solche Goldener Krieger. By the way, Goldener Krieger bekommt Bardock auch, wenn er transformiert, deswegen habe ich ihn auch reingenommen. Aber auch die Charakter haben nicht nur Leader Skill, die haben auch einen Passive, aber das kommt noch dazu. Mit den ganzen Sachen, aber nur, dass man sich ein gutes Team erstellt, weil vielleicht liegt ja bei einem oder anderen ein guter Leader-Skill rum, jemand, der einen richtig guten Buff gibt, aber er benutzt ihn einfach nicht. Zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit diesen Goku hier benutzt, den hier, als Leader-Skill. Ich habe gefragt, warum ich die Challenges gar nicht schaffe, damit ich die Medals bekommen kann. Also ich konnte die Medals gar nicht bekommen, um meine Charakter abzugraden. Zum Beispiel, den habe ich richtig geschwitzt, weil ich zu schlechte Charakter hatte. Das lag aber nicht an meinen Charakteren, sondern an meinem Leader Boost, da ich diesen den Charakter benutzt habe als Leader Boost. Und zwar, der hat gar nicht mal so einen kranken, und zwar nur 90%, 59% Buff. Ist gar nicht gut, wie man jetzt sieht bei mir, bei diesem anderen Goku 170%, wisst ihr? Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Was das alles so für Auswirkungen hat, welche man nimmt und alles. So, diese ganzen Sachen, wo ich jetzt Dokkan gespielt habe, habe ich so herausgefunden und auch Fehler gemacht. Und zwar, ich habe auch schlechte Charakter Super Attack geboostet, weil ich nicht wusste, wie wertvoll es eigentlich ist, die Super Attack zu boosten, wie viel Damage das machen kann. Oder auch diese Potenzialkugeln zu verschwenden. Ja, tut weh, man muss die Erfahrung machen. Aber dann würde ich sagen, das war's mit dem kleinen Anfänger-Guide. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen und geholfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.